Diese Übung nennt sich Faustschluss, aber sie legen wirklich mehr Wert auf die Öffnung der Hände. Im Endeffekt eine ganz einfache Übung. Sie haben die Hände vom Körper, achten wieder auf eine gute Sitzposition, das ist immer ganz wichtig, und haben die Hände einfach so direkt davor, können sie auch auf der Armbeuge ablegen, je nachdem, wo sie sitzen, wie ihre Voraussetzungen sind. Und dann öffnen sie die Fäuste aus dieser Position, Daumen ist außen, öffnen sie so kräftig sie können die Finger und spreizen die Finger so gut es geht. Halten diese Position 2, 3 Sekunden, lockern und lösen die Spannung, gehen wieder in einen Faustschluss, drücken hier bitte nicht zu kräftig und öffnen wieder. Geschwindigkeit ist genauso variabel, wie Sie sich wohlfühlen. Am Anfang fängt man gern etwas langsamer an und dann steigern Sie, können Sie auch die Geschwindigkeit steigern. Und wie schon gesagt, Konzentration liegt auf der Öffnung der Hände, je nachdem, wie gut das für Sie möglich ist, als reine Kräftigungsübung für die Extensoren der Hände. Und als Variation nehmen Sie die Hände bzw. Fäuste nach außen, öffnen die Hände, die Finger und führen dabei die Arme nach außen oben. Von der Atmung her brauchen Sie sich nicht auf die Finger konzentrieren, sondern einfach nur auf eine gleichmäßige, ruhige Atmung. Und dabei die Hände nach oben und legen den Fokus auf die Streckung. Das Gleiche geht auch aus dieser Position nach oben. Und das führen Sie 2 bis 3 Minuten durch, danach kleine Pause, noch eine Wiederholung und dann war's das. Viel Spaß!